Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Heart Attack. Na dann, start a new game. Thanks you for playing my game. Okay. Kann man es anmachen? Ja. Gibt es denn ein Feuerzeug? Ich habe da gerade ein Feuerzeug genommen. Wie kann ich das anmachen? F, nicht? V, mit V. Wunderbar. Oha, oha, okay. Ja, weiß ich nicht, wenn das Spiel schon Heart Attack heißt. Irgendwie. Left Mouse, Use, okay. Alternativ Use, Middle Mouse, Focus. Lehnen, okay. Crouchen, Shift. Okay. Leiter ist auf der 4. Inventory ist auf dem Tab. Schön. Kann man machen. Okay. Was haben wir zu tun? Kleiner Wandschrank, wunderschön. Also der Filter sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus bei dem Game. Und ist auch wirklich, wirkt schon mal echt gleich wieder unheimlich. So, ich hoffe, dass ich nicht wieder ein Problem mit tatsächlich mit dem Feuerzeug habe, irgendwie. Oh Gott. Oh Gott, ist draußen. Wie geht? Okay, we need to light a candle. Okay, vertreibt das die Geister? Dämonen? Jetzt, wenn ich hier irgendwo eine Kerze anmache? Ist kein Problem. Schlecht als das. Mach hier mal eine Kerze an. War hier auch eine Kerze, die ich anmachen kann? Nein. Oder? Da brennt eine. That's it. Schade. So. Oh. Oh Mann, nee, nicht so ein Spiel. Nicht so ernst. Ja? Oh. Oh nee, das knechtet mich doch schon wieder hier, dieses Spiel hier. Das ist, Mann, warum muss ich immer diese Jumpscare-Dinger machen? I'm not going through this door. Ja. Die Flacke auf dem Bildschirm ist auch echt mies gemacht, ey. Was sendet da, Alter? My mom closed interstory doors, so that we don't run to them. Ja, schön. Ist aber schön gemacht, die Mutti. So, na gut, gehen wir mal nach unten. Ich glaube, da ist gerade was vorbeigelaufen, ich hab's auch nicht gesehen, tatsächlich. Ich hab's tatsächlich, glaube ich, fast nur wahrgenommen. Oh, was ist da? Was ist da? Key Location. Okay, wo ist denn die Key Location? The keys to our room are behind the dishes, where we usually put them. Was? 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 Okay. Kann ich die wieder hinstellen? Ich möchte die bitte einfach wieder hinstellen. Bitte einfach nur wieder hinstellen. So, komm. Da. So, so stand hier auch vorher. So, hinter Michou? Was? Oh. Oh. So, warte mal. Hier ist eine Kerze, die kann ich anzünden, wa? Licht ist gut. Ich denke, Licht wird hier ein ganz Element werden, glaube ich, in dem Spiel. Obwohl, das wirklich fett Licht bringt, das hier auch nicht. Schön großes Haus wieder, muss ich sagen. Ist ein bisschen, ich beneide die ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, im Klo ist immer was los hier. Ha! Oh. Kann ich hier eine Kerze anmachen? Ich mache eine Kerze an. So. Hinfort, ihr Geister! Okay, also das scheint wirklich die Geister zu vertreiben. Hoffentlich. Wenn ich hier ein Kerzchen anmache. Sonst müsste ich eigentlich... Nein. 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 Leiterfluid. Nein. Nein.
nein. Ich habe doch Probleme mit dem Feuerzeuggas oder Benzin. Ach, scheiße. Sorry, aber das ist halt so, das ist... Mann, wieso denn? Das ist doch nicht gut. Ach, Moment, sag mal, das... Ja, meinst du, ja? Meinst du, dass du das machst? Füllt er das jetzt eigentlich immer nur auf, oder? Nee, alles klar, muss ich tatsächlich händisch nachfüllen. Okay, er will mich killen. Trinity. Okay. Hinter den Dishes. So, wo finden wir denn die Dishes? Normalerweise doch eigentlich immer, findet man auch sehr häufig diese Bilder in irgendwelchen Horrorspielen. Doch wahrscheinlich in irgendeiner Küche. Ne? Würde ich jetzt mal sagen. So, was haben wir hier? Kerze, zünden wir an. The door to the basement. I need to go there. Okay. Na denn? Muss das nicht sein? Nehmen wir hier noch ein paar... Was ist das hier? Nasi Wien mit? Panic away. Kann ich die nehmen? Würde ich gerne nehmen. Jetzt. Entschlossen. Diary tab. The door is closed. The key can only be in the parents' room. Okay, ich dachte, ich finde jetzt hier erstmal hinter den Tisches hier irgendwie. Hinterm Abwasch. Also hinterm Geschirr irgendwas. Kann auch nicht aufmachen hier. Hm, ist blöd. Max Stove. Schön. Nee. Can't go outside. Muss ich auch jetzt nicht, tatsächlich. Weil es hier so schön ist. Auch eine Pizza wurde bestellt. Hm? Okay. Schön. Ist das, weil ich immer meine, irgendwie. Ich meine, wenn man hier schon halt auf und zu machen kann, dann packt doch auch zur Hölle was drin. Ja, damit das halt ein bisschen cool aussieht. Irgendwie. Nicht immer so dieses. Ja, du kannst alles drauf machen hier in dem Spiel, aber es ist halt einfach alles nur leer. Ja, ist doch. Das finde ich nicht gut. So. Moment, was war das? Wer wirft hier mit Geschirr? Ich noch einen Zettel? A note from mom. There's a candle on the table. Ja, die machen wir mal an. So. Schön. Der Parents Room. Ist das jetzt der Parents Room, das Wohnzimmer? Ist das das, was so im handelsüblich als Parents Room verstanden wird, oder ist das das elterliche Schlafgemach? Hm. Was war das? Ist ja hier gerade so weggeschmiert von der Ecke. So, vielleicht nochmal kurz in den Kühlschrank. Können wir, hey. In den Kühlschrank gucken? Nee, können wir nicht. Dann würde ich jetzt nochmal hochgehen. So, in der Hoffnung, da was. Ah. Parents Room. Ach, da ist der Parents Room. Was? Okay. Wo bin ich denn hier überhaupt? Sind die noch nicht gewesen, wa? Oder? Nee. Okay, mir geht's ja nicht gut. Ist mal ein Sedativum-Minum. Oh Gott, Alter. Oh Gott. So, Lampe geht natürlich nicht an. Ah, find the key in the living room. Ach komm. Na, warte nur. Also, doch der Living Room unten. So, warum ist denn das hier zu? Kann ich hier mal gucken? Sollte ich hier gucken? Ah, alles klar. Jetzt, ach, auf der Seite. Verstehe. Raffiniert. Tatsächlich kommt mir der Grundriss von dem Haus ein bisschen bekannt vor, von Ninechild Street. Plop!
So, das Video könnt ihr euch mal nach dem Video hier anschauen. Schauen, ob ihr auch das Haus wieder erkennt. So, na denn, lass uns doch mal runter in den Living Room. Schwubbidi-wupp. Nee, das ist eigentlich hier falsch. Alter, was ist denn für eine staubige Butzbude hier, ey? Ja, ist diese Staubpartikel hier in der Luft. So. Wo zur Hölle? Das ist ja nicht das richtige Wohnzimmer hier. Das ist ja bloß dieses formelle Begrüßungswohnzimmer. Dann noch das Ding, wo der Fernseher steht. Nehmen wir mal hier. Oh, ich verstehe auch nicht, warum die Leute in den Spielen immer so behäbig dahin schreiten. So, okay, alles klar. Hier muss es also irgendwo sein. Ah, time to die. Schön. Ach ja, schön. Kann man hier irgendwas vernehmen? Kann man irgendwas nehmen? Nee, geht auch nicht. Oh, warte mal. Ah. Da ist auch Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. So, und let's go back to the parents' room. Na, dann machen wir das mal. Der ist es. So. Freunde. Haben wir irgendwo eine Kerze? Würde gerne mal irgendwo Licht machen. Wo? Warum? Oh Gott. Help me? Würde gerne machen, wirklich, aber erstmal zünd ich mal eine Kerze an. Ja? Ich mach einfach mal eine Kerze an. Ist das eine Kerze? Mach doch mal eine Kerze an. Trip to the doctor. Abgeschlossen, mach mal auf. Oh, Kerze. So. So, mach schnell. Was denn? Ist das auch nicht in Ordnung gewesen, oder was? Mann. Alter, das Spiel ist aber wirklich aber auch stressig. Kann man nicht anders sagen. Go back to the parents. Das ist nicht der Parents Room. Das ist einfach nicht der Parents Room. Großartig. Aber das ist doch das elterliche Schlafgemach. Warum ist denn das nicht der Parents Room jetzt? Leute, wieso? Was ist das überhaupt für ein unsinnig großer Raum hier vorne? Tanzen die hier oder was machen die hier? Was haben wir jetzt hier gefunden? Guck mal ganz kurz. Last week we went to the hospital with... Warte mal, machen wir mal so. Ach, lässt sich ja viel, viel besser lesen. Mikrofilmschriftgröße, großartig. Last week we went to the hospital with Mitya. There were problems. The doctor confirmed that he had big heart problems. He should not be nervous and requires expensive treatment. We have no desire, no money to buy it. We are thinking of sending him to a mental hospital because of his eternal fairy tales about ghosts and that they want to kill him. Maybe they will treat him there for free. Ja, okay, alles klar. Also, Mitya ist, hat Probleme, Herz-Probleme und aber nichts Kohle. Keine Geld, nix. Irgendwie jetzt überlegen sie, ob sie die eventuell in ein Mental Hospital, in eine Psychiatrie schicken. Vielleicht, nehmen die sie ja auf. Für Ome. So, das bringt mir jetzt hier aber alles nicht. Nicht. Der Parents Room. Der gottverdammte Parents Room. Also, wie gesagt, meines Erachtens nach war ich schon im Parents Room. Das Spiel sagt, nö. Aber wo soll er denn sonst sein? Bitte. So, was finden wir hier? Creme. Schön, die kann ich wegpocken oder was?
Ah, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Na, ich flipp ja aus. Open the basement. Moment. Oh Gott, Alter, mein Feuerzeug ist fast alle. So, okay. Schön, Keller. Ich glaub nicht. Oh Mann, ey, was ist denn das dauernd? Ich snack mir die jetzt alle mal rein, irgendwie, weil das hat mich jetzt schon fast mein ganzes Leben gekostet. Ach Gott. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. So, ich. Feuerzeuggas brauche ich. Feuerzeugliquid. Europalette. So, Dosen. Oh shit. Oh shit. Ey, wenn jetzt gleich geht das Gas aus, ich bin am Arsch. Bin am Arsch. Ich sag wie das. Ich bin einfach am Arsch. Oh, ja! Ja! Was ist, wer haucht denn hier rum, Alter? Brauche ich hier eine Kerze? Wo ist hier die Kerze? It's time to turn on the electricity. Okay. So, Sicherungskasten. Wo ist er? Wo ist der gottverdammte Elektrik? Achso. Na klar, weg damit. To be continued. Okay, alles klar. Ja, gut, ihr Lieben. Das war Heart Attack. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne bitte einen Daumen nach oben da. Und lasst mich wissen, indem ihr vielleicht einen Kommentar unten unter dem Video da lasst. Mich würde doch persönlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo bei dem Kanal da lasst und dem Kanal ein bisschen beim Wachsen helft. Ansonsten. Glückstoll finden, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut.